Bitumenbahnen können mechanisch befestigt werden. Zum Beispiel auf dem wärmegedämmten Stahltrapezprofil eines Industriedaches. Trägereinlagen aus Glasgewebe oder Polyestervlies sowie Kombinationsträgereinlagen verleihen der Bitumenbahn die notwendige hohe Ausreißfestigkeit. Bei der mehrlagigen Verlegung wird die erste Lage ausgerichtet und mit Befestigungselementen in den vorgegebenen Abständen befestigt. Die Befestigung erfolgt zum Beispiel mit dem Setzautomaten im mindestens 80 mm breiten Überdeckungsbereich. Über den Befestigungselementen wird die nächste Bahn angeordnet und an der Naht verschweißt. Mit Nahtbrenner und Nahtabroller werden alle Längs- und Quernähte sicher verschlossen. Anschließend wird die Oberlagsbahn im Lagenversatz angeordnet und vollflächig aufgeschweißt. Die mechanische Befestigung kommt auch bei einlagigen Abdichtungen zum Einsatz. Wie bei der mehrlagigen Abdichtung werden die Bahnen ausgerollt, ausgerichtet und mechanisch befestigt. Die Überdeckung der Bahnen beträgt hier mindestens 110 mm. Nach der mechanischen Befestigung folgt der entscheidende Teil dieses Abdichtungsverfahrens, das Verschweißen der Nähte. Denn diese sind für die Dichtheit des gesamten Daches verantwortlich. Die Längsnähte werden mit dem Heißluftautomaten mit einer Mindestfügebreite von 60 mm geschlossen. Die vorgegebene gleichmäßige Geschwindigkeit sorgt für eine kontrollierte und damit sichere Nahtverklebung. Die Quernähte werden mit Heißluftföhn und Andruckrolle sicher gefügt. Der gleichmäßig austretende Bitumenwulst zeigt den einwandfreien Verschluss der Nähte. Bitumenbahnen sorgen, abgestimmt auf das jeweilige Objekt und fachgerecht verlegt, für eine langfristig sichere Abdichtung.